Auf dem Ernst-Abbe-Campus gab es heute eine kleine Kostprobe der Cucumbers zu sehen. Mit der Aktion wollten die Tänzer im Alter zwischen 17 und 28 Jahren ihr Können unter Beweis stellen. Die zum größten Teil aus Studenten bestehende Tanzgruppe hat sich 2012 gegründet. Damals zählte sie gerade einmal 4 Mitglieder. Der Name Cucumbers ist englisch und heißt übersetzt Gurken. Wir wollten am Anfang einen außergewöhnlichen Namen vor allem. Und wir dachten uns halt so, am Anfang hatten wir halt so ein bisschen Grün an unseren Outfits. Und wir dachten uns halt auch, die Atmosphäre in unserer Gruppe ist eher so, dass wir eine richtige Gurkentruppe sind eigentlich. Richtig schön chaotisch, immer wird diskutiert, alles läuft irgendwie schief, aber dann im letzten Moment läuft es irgendwie doch wieder richtig gut. Da hat man sich halt gefragt, wie Gurke eigentlich auf Englisch heißt, Cucumber, und dann kamen wir halt auf Cucumbers. Ihre Performance wollen sie demnächst bei der Streetdance-Weltmeisterschaft in Glasgow vorführen. Um zur WM fahren zu können, benötigen sie aber noch finanzielle Unterstützung. Denn mit ihren Auftritten selbst schaffen sie es nicht, die Reisekosten und die Anmeldegebühr komplett zu stemmen. Deshalb riefen sie heute im Rahmen der Aktion zu Spenden auf. Schließlich kam die WM-Qualifikation für die Elf ziemlich überraschend. Wir haben uns wirklich zu der Süddeutschen Meisterschaft im März angemeldet, aus reinem Interesse, einfach zu sehen, was machen andere Gruppen deutschlandweit. Und wir wollten einfach mal gucken, sind da aus Spaß hingefahren. Und was jetzt daraus entstanden ist, ist für uns eigentlich unglaublich. Also aus dieser spaßigen Entscheidung mal zu gucken, ist jetzt eine EM-Qualifikation entstanden und eine Weltmeisterschaft, eine Teilnahme. Das ist Wahnsinn. Das hätten wir uns nie erträumt. Das ist auf jeden Fall eine Zeit, die wir nie vergessen werden. Einfach nur. Wer die Cucumbers unterstützen möchte, kann dies aktuell über den Spenden-Button auf ihrem Facebook-Profil Cucumbers Transformation tun. Für die Jena wird die Tanzeinlage auf dem Campus nicht die letzte gewesen sein. Denn in der nächsten Saison werden die Cucumbers dem Science City Jena Publikum in den Halbzeitpausen ordentlich einheizen.